Willkommen zurück bei einer neuen Runde Couch Action. Mit dabei natürlich der Fjallik. Hallo Fjallik. Hallo, hallo. Und wir spielen heute eine kurze Runde, um euch das einfach mal zu zeigen. Overcooked. Overcooked, ja, überkocht. Und dann schauen wir uns erst das Intro an. Das kann man zu zweit spielen. Ja, die große Kartoffel redet mit uns. Achso, ja, wir haben uns eigentlich der Bestie gestellt. Achso, ja, das... Achso, da gibt's, glaube ich, gar keinen. Ja, man hat sich eigentlich der Bestie gestellt und hat das nicht geschafft. Ach da, Apokalypse-Intro. Ja, da spielen wir nicht, das ist zu frustrierend, da verliert man. Wir zeigen euch jetzt den ersten Level, den haben wir gerade eben schon mal gespielt, aber das schadet ja nicht. Ich glaube, vielleicht muss ich noch einmal drücken. Genau, und Ziel ist es hier, möglichst viel zu kochen. Und am Anfang des Levels, wir lernen jetzt einmal das Rezept. Und so Leute, eine Suppe besteht aus 3 Zwiebeln. Der Herd darf auch nicht zu heiß werden. Da vorne sieht man auch so einen lustigen Balken. Fortschrittsbalken. Kümmerst du dich um die Suppe dann gleich, wenn die fertig ist? Dann mach ich nämlich schon mal. Ja, es passiert recht schnell, dass man sich immer eben ein bisschen verklickt. Okay. Ich schneide schon mal weiter und ab jetzt läuft auch die Zeit und jetzt müssen wir versuchen, in 2,5 Minuten möglichst viele Essen rauszubringen. Ich kümmere mich mal eben um den dreckigen Teller. Obwohl, das kannst du gleich. Nee. Ich kümmere mich gleich um den dreckigen Teller. Ganz gern schon mal. Zack. Mein Geld. Ach, da muss man nur so, also da muss man in Anführungsstrichen nur rumstehen. Nee, nicht abwaschen. Ich überlege gerade, macht das nicht mehr Sinn, dass wir den Suppenteller dann da vorne haben? Einmal runternehmen vom Herd. So, ich bringe eben die dritte Zwiebel mit. Müssen wir es gleich wieder auf den Herd stellen. Ich mache eben eine neue Zwiebel. Und ich sage einfach mal, eine Zwiebel geht noch. Oh, Feuerlöscher. Und was wir den nicht brauchen. Ich schmeiß schon mal hin. Und dann kümmere ich mich eben um die Suppe. Und man hört, die letzten 30 Sekunden haben angefangen. Na, ich glaube nicht, dass wir noch eine ganze Suppe schaffen, aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht was bringt, wenn wir zumindest nochmal Zutaten geschnüffelt haben oder so ein Kram. Naja, das ist zu knapp. Die Teller. Ja. Zeit abgelaufen, aber der Teller ist sauber. Der Teller ist sauber. Oh, und wir haben eine Bestellung mehr geschafft, als wir gerade eben beim Anspielen hatten. Wir haben natürlich auch dieses Spiel einmal kurz angespielt, um uns einmal zu, ja, sozusagen zu informieren. Man kann es scheinbar mit bis zu 4 Leuten spielen. Mit 4 Leuten stelle ich mir das echt lustig vor, hier in der Küche, die Diskussion, wer jetzt was macht. Dann geht's jetzt in den Level 1, 2. Mal gucken, ja, da warten sicherlich neue Sachen auf uns. Ich bin bereit. Ja, bei der Steuerung hat sich jetzt noch immer nicht viel geändert.
Ich hab keine Ahnung. Ich nehme mir mal eine Tomate. Ich hab gar keine. Ach so! Ach, Entschuldigung. Nee, wir brauchen Zwiebeln. Guck oben. Das Rezept sagt Zwiebeln. Ja, das sind die Tomaten. Das ist eine Quatsch. Wahrscheinlich, weil es gibt auch Tomatensuppe. Ich nehme einfach mal deine Tomate von eben. Also wenn du das zu viert spielst oder so, dann hast du vielleicht wirklich einen, der dann einfach nur zum Beispiel sagt. Oh, das war jetzt nicht gut. Nee, ich hätte jetzt eher eine Zwiebelsuppe fertig gemacht. Ich kümmere mich mal eben, ich nehme runter. Nee, komm mit durch um die zu. Okay. Dann pack am besten auch gleich mal eben die Tomatensuppe runter. Dann machen wir jetzt als erstes die. Du hast immer noch das Ding im. Du wirkst gerade sehr verplant. Ja, ich dachte, ich muss die Suppe jetzt auf den Teller machen. Nee, die Suppe ist ja noch gar nicht fertig. Die Suppe besteht aus drei Zwiebeln. Oder? Ach so. Ja, weil ich war gerade verwirrt, weil da keine leeren Plätze angezeigt wurden. Okay, dann war ich sehr verplant. Gut, die Suppe kocht jetzt. Dann mach noch eine Zwiebelsuppe als nächstes. Aber die neue Suppe wird dann definitiv eine Tomatensuppe, wo wir wahrscheinlich nicht allzu viel Trinkgeld für kriegen werden. Achso, ich habe jetzt dummerweise eine Zwiebel geschnitten. Ich mache eben die Suppe. Wo ist denn hier das Waschbecken? Ach, da ganz hinten. Ey Leute, ihr steht auch die ganze Zeit mal nur im Weg. Ich kümmere mich um die Suppe. Schmeiße den Teller erstmal weg. Puh! Okay, also hier lief diesmal echt einiges nicht so ganz rund. Dann machen wir noch eine Zwiebelsuppe hinterher. Da ist uns, glaube ich, gerade ein Kunde abgehauen. Gut, wenn wir Glück haben, schaffen wir noch eine Suppe, dann machen wir vielleicht als noch eine Zwiebelsuppe. Entschuldigung. Mann. Entschuldigung. Na, ich glaube, die schaffen wir nicht mehr. Ah, zumindest war die Suppe noch fertig. Schauen wir mal. Oh, aber immer noch 2 Sterne. Also, ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht. Also, es gibt ja so mehrere solche Spiele, wo du so Essen machst. Die meisten sind aber entspannter. Ja. Das wirkt jetzt hier so ein bisschen. Im zweiten Level noch. Ja. Gucken wir uns noch den nächsten Level an. Es geht aufs Wasser. Na, da ist doch was mit Fisch. Vielleicht. Ja. Nein. Okay, wir sind aber echt diesmal getrennt. Das heißt, du musst mir Sachen anreichen, Zwiebeln. Und mach gleich, genau. Oh, ich will doch mal andere Sachen hin. Ja, vor allem, wir sollten wahrscheinlich mal gucken, dass wir die Sachen abarbeiten. Also jetzt Tomaten, bitte, als nächstes.
Ja, was für Scheiß. Wir brauchen den Feuerlöscher, an den ich gar nicht Ach, rankomme. mal gucken, mal. Oh, unsere ganze Küche brennt. Meine ich mit dem Scheiß. Ins Waschbecken. Da, in diesen Abfall da. Da vorne rechts ist das grüne Ding da. Mittig. Ach da. Das ist ja ein bisschen echt. Gut, dann würde ich sagen, Zwiebeln reiche ich dir. Nein, nicht den. Den. Ist das ein fertiges Essen? Ganz schön. Nö. Genau, Zwiebelsuppe. Und dann als nächstes gibt es eine Tomatensuppe. Oh. Ich laufe außen rum. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Die Suppe ist gleich fertig. Warte eben kurz bei der, damit wir die wenigstens ausliefern. Dann brauchen wir jetzt eine Tomatensuppe. Kannst du den Teller ausliefern? Merci. So, nach der Tomatensuppe eine Pilzsuppe. Okay, ich gehe wieder außen rum. Ich reiche dir gleich noch zwei Pilze. Machen wir das fertig. Oh. Okay, dann darfst du auch gerne eben selbst servieren. Ich kümmere mich eben oben um die Tomaten. Kannst du mir noch eine Tomate einpacken? Du machst die Tomatensuppe, sage ich einfach mal, ne? Ah, Tomatensuppe! Teller, kümmere ich mich drum. Kümmere du dich einfach um die nächste Suppe. Ach so, die war ja noch gar nicht fertig. Nein. Nichts. Mal gucken, ob wir das geschafft haben. Ein Stern. Wir haben ein Wettbewerbslevel freigeschaltet. Mal gucken. Ja, einen machen wir noch, oder? Wieso sich rauswerfen? Das ist der Wettbewerbslevel. Heißt das, wir sind gegen. Okay, 40. Also wir brauchen mindestens 40, um ihn zu schaffen. Das ist das Wichtige. So macht man einen einfachen Burger. Habe ich nicht gesehen. Fleisch, irgendwas, Poppen, keine Ahnung. Fleisch. Achso, ich habe auch Fleisch. Nee, ich habe. Jetzt packe ich das und habe hier den, genau. So. Lass uns mal ab. Das müsste jetzt ja wahrscheinlich in die Pfanne. Dann brauchen wir Salat. Brötchen soll man nicht kloppen. Nee. Salat habe ich auch schon. Das Fleisch dauert natürlich ein bisschen. Ich mache schon mal ein bisschen Fleisch. Ja. Bleib mal eben kurz hier oben beim Fleisch. Du kannst aber schon mal das nächste reinhauen.
wenn er keine Pflanze ist, kann ich auch nicht zahlen können. Natürlich logisch. Und hier ein Füßchen, irgendwas. Tomate. Ich verstehe das gerade immer noch ganz. Brötchen. Ich kann den Salat nicht auf das Brötchen packen. Das müsste auch noch gepackt werden. Ja, wahrscheinlich. Ja. Charaktersalat. Kannst du den anderen gleich mitnehmen? Salat mit diesem Ding. Ja, Entschuldigung. Das ist Fleisch, ne? Okay. Die auch nochmal eben. Scheiße, müssen wir wieder den Teller abwaschen. Ich muss eben abwaschen. Salat brauche ich gleich wieder geschnitten. Aber ich kann den, glaube ich, auch so rausfahren. Nee. Da liegen noch zwei und Salat. Two. Den Teller gleich mal mit. Ja, Entschuldigung. Ich wasche eben ab. Okay, wir haben auf jeden Fall sind wir diesmal schon wieder ein bisschen besser. Du kannst auch sonst gerne den Burger machen. Achso, man kann auch die Teller auch gleich Brötchen tun, sind fast gesehen. Mal ich mal Achso, ich glaube, einen weiteren Burger schaffen wir nicht. Das heißt, wir machen lieber unseren Burger hier perfekt noch. Salat und Tomate. Achso, was soll ich sagen? Fleisch muss man erst hacken. Ja, heißt ja auch Hackfleisch, was auf den Burger kommt. So, 146, hey. Immerhin. Ja, das könnte man auch irgendwie besser aufteilen, finde ich. Okay, ja. Ein neuer Koch, gut. Aber das soll's hier erstmal soweit gewesen sein bei der Couch Action. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann.